Anzeiger. Ihr Fachmagazin für die Nutzfahrzeug- und Transportbranche. Herzlich willkommen zur NUFAM 2021 in Karlsruhe. Eva Janina Haas und Philipp Benders waren für Sie gemeinsam auf der Jagd nach den spannendsten Messeinnovationen und Highlights. Übrigens, wussten Sie, dass wir auch selber Messeaussteller waren? Ein weiterer Höhepunkt war die Übergabe des Trailer Innovation Award 2021. Doch lehnen Sie sich einfach zurück und genießen Sie die Messeimpression. Liebe Ife Türken, im Namen der gesamten Jury der Trailer Innovation gratuliere ich dir ganz herzlich zum ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Liebe Eva, kommst du bitte und bringst uns den schönen Award? Herzlichen Dank. Liebe Philipp, Sie haben alles gesagt. Bei der Trailer Innovation 2021 hat die internationale Fachjury in diesem Jahr die innovativen Kühlaggregate aus der Advanza A-Serie in der Kategorie Smart Trailer mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Kein CO2, kein Gestank, kein Lärm. Wow! Ja. Jetzt bin ich erstmal baff! So, wie heißt denn dieses tolle Gefährt? Es nennt sich Q-Light. Q für Quantron, Light für leichtes Nutzfahrzeug. FCEV für Fuel Cell Electric Vehicle. Also brennstoffzellenelektrisches Fahrzeug. Super Musik hier. Dankeschön. Oh mein Gott, der Art heutige DJ neben mir, DJ, ist Gita, sagt das Playmate des Jahrhunderts. Oh mein Gott, was machst du denn hier? Ja, ich leg auf. Ich arbeite als DJ seit 20 Jahren und heute habe ich die große Freude, hier auflegen zu können bei Quantron. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute hier auf der NUFAM am Stand von Kloß Trailer und Inhaber und Geschäftsführer Thomas Kloß ist bei mir. Ja, Herr Kloß, wir stehen hier draußen vor einem ganz besonderen Fahrzeug. Das ist eine sehr leichte Alumulde. Genau. Schauen wir uns das doch mal zusammen an. Ja. Ja. Die Vorteile, es ist absolut resistent gegen verschiedene Chemikalien und noch was ganz Grünes, es ist 100% recycelbar. Wow, das nenne ich mal fortschrittlich. Schaut mal vorbei auf der Seite, bei Junge.
vorher war Tiropa Trans Servicepartner, Werkstattpartner von den beiden großen Marken Renault Trucks und Volvo Trucks. Und ja, seit diesem Jahr seid ihr nun offizieller Händler der großen beiden europäischen Marken. Zum einen haben wir hier eine Deutschlandpremiere mit dem T-Evolution, den wir heute das erste Mal präsentieren dürfen auf einer Messe. Des Weiteren sind wir natürlich auch voll elektrisch unterwegs mit dem D-White ZE, der direkt nebendran steht. Auch hier ist Renault und Volvo Trucks mit Sicherheit Vorreiter. Ich würde sagen, in dem Sinne würde ich mal auf eine erfolgreiche Messe anstoßen. Vielen Dank. Prost. Lieber Stefan, Prost. Natürlich wissen, dürfen wir die Kabine einmal inspizieren? Natürlich, gerne, komm mit, steig ein und ich zeige dir, wie es im Fahrhaus-Innenraum aussieht. Zack, sind wir drin. Der Schnitt. Dank der Postproduktion sitzen wir schon drin. Genau, und jetzt zeig doch mal dieses Ohr. Erstmal, der erste Eindruck ist richtig groß hier drin, aber ich will gar nicht erzählen, das macht nämlich der Uwe. Genau, also erstmal herzlich willkommen jetzt hier im Fahrhaus und ihr seht natürlich, wir sind hier im größten Fahrhaus, im XG Plus. Herzlich willkommen zum Kfz-Anzeiger. Wir sind hier auf der NUFA-Messe und er ist hier von TSE Trailer System Engineering. Jawohl. Wir haben auf Leichtbau gesetzt. Wir sind gut 10-15% leichter als der vergleichbare Wettbewerb. Und wir setzen auf funktionale Detaillösungen, um spezielle Kundenanforderungen individuell zu lösen. Quasi eine maßgeschneiderte Lösung. Und der Innenraum kann individuell gestaltet werden mit speziellen Ladungssicherungselementen für den sicheren Transport des Kunden. Wir sind, wie gesagt, Entwickler und Hersteller dieses Produkts. Als Vertriebspartner haben wir die Firma ATV. Sicherheit, dieses ganze System ist einfach nicht zu schlagen. Ja? Das ist europäisch patentiert, das ganze System. Der Einbaupartner ist die Firma Vollmer von Dolzagen Schilder von uns. Und dann kann man da auch übergeben in den Vollmer. Okay, ich gebe mir Mühe, also die schneiden ja. Ne? Ja, Ralf, vielen Dank. Mein Name ist Dieter Vollmer von der Firma Vollmer Fahrzeugbau und Service GmbH. Wir dürfen als Mitaussteller hier auf der Messe vertreten sein.
da wir autorisierte Einbaupartner sind von der Firma Trailer Spray Systems. Wer das System nicht hat, muss natürlich wie eh und je mit der Gloria-Spritze über die Mulde klettern und dabei Leib und Leben riskieren. Hinter leicht zu bedienen. Und emissionsfrei, geräuschfrei, wow. Zukunftsträchtig. Oh ja, das ist es. Das ist sehr aktuell. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, beim Kfz-Anzeiger. Wir sind immer noch auf der NUFA-Messe Tag 3 und ich befinde mich in Halle 2 bei dem Stand Le Gras, ein französisches Unternehmen. Oh, oui, oui. Also die Firma Le Gras produziert seit über 100 Jahren Spezialfahrzeuge, hat sich in den letzten Jahrzehnten extra darauf spezialisiert auf die Schubböden-Auflieger. Wir können auch große Ordern verdauen. Deswegen sind wir ein attraktiver Partner für große Vermieter. Deswegen sind wir ein attraktiver Partner für Flotten, die eben kommen und sagen, wir brauchen mal 150 Einheiten, mal 300 Einheiten. Darüber wird bei uns aber der kleine Kunde nicht vergessen, der eben einmal im Jahr einen Abrollanhänger braucht. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Sie nutzt alle willkommen. Suchen Sie uns gerne alle zwei. Penta ist ein Produkt, was immer mehr gefragt wird. Es ist eine Schnellplane, das heißt, dass wir im Vergleich mit normalen Curtain-Sider müssen wir nicht alle Schnalle öffnen und schließen. Ja, einmal, wenn man das Produkt festnimmt in die Hand, läuft man hin und her und das öffnet sich von alleine. Oh, das klingt praktisch. Können Sie es einmal vorführen? Ich will mal zeigen. Also das war's. Einfach ohne Schnallen zu öffnen, ohne Latten rauszunehmen, einfach nebendran laufen und es hat sich geöffnet. Thank you.
Kfz-Anzeiger. Ihr Fachmagazin für die Nutzfahrzeug- und Transportbranche.